Der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt ist stark umkämpft. Die Quote der aktuell leerstehenden Wohnungen beträgt nur 1,5%. Wer umzieht, muss für das neue Objekt mit einer deutlich höheren Miete rechnen. Dieser Notstand führt bisweilen zu unglaublichen Straftaten, wie Thorsten Schulz und Jan Weber nun am eigenen Leib erfahren. City 102 für Berolina. Sind wir. City 102 hört. Hagelberger Straße 71. Anonymer Anrufer meldet Auseinandersetzung. Richtig. Ja, denn wir mit Eile auf eigene Verantwortung. Bei dem Melder handelt es sich um den Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Kreuzberg. Als die Beamten vor Ort eintreffen, ist die Situation bereits dramatisch eskaliert. Der Grund? Anscheinend wurde eine Wohnung dreisterweise doppelt vermietet. Hey, hey, hey! Ruhe! Hier ist die Polizei! Komm, mach den Arm da hinten! So, rum. Komm. Hast du den? Ja, ist friedlich. Okay. Bist du ruhig? Der Mann hat dich angegriffen. Ganz ruhig bleiben. Sieh mal ran da. Ja. Er hat nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Das war die Mädels, Ruhe jetzt. Oder so was bei. Wer gehört zu wem? Das ist mein Mann. So, komm, sieh mal runter. Sieh, komm mal runter. Nicht auf den Beschuldigten treten. Okay. Also gut, das ist mein Mann. Patrick hat uns. Die sind hier einfach hoch und haben uns überfallen. Und wir wollten gerade einziehen. Lassen Sie die Hände unten. So, ganz kurz. Wer wohnt momentan in dieser Wohnung? Wir. Ich. Nein, wir. Was? Ruhe. Wessen Möbel sind da drin? Meine. Genau. Ihre. Ja. Sie haben einen Mietvertrag. Genau. Ja, wir auch. Sie haben auch einen Mietvertrag. Natürlich. Sie haben einen Mietvertrag für die Wohnung. Ja, wir haben. Sie kennen sich aber nicht, oder was? Natürlich. Nein, natürlich nicht. Die sind einfach gekommen. Ja, wir sind hier. Jetzt sind Sie mal bitte kurz ruhig, ja? Wir haben vor ein paar Tagen uns die Wohnung angeguckt und haben jetzt einen Mietvertrag unterschrieben. Heute haben wir den Schlüssel bekommen und Kaution und einen Abschlag bezahlt für die Küche. 3.000 Euro in bar. Und wir wollten jetzt einziehen und auf einmal kommen die und er fällt einfach über meinen Mann her. Und können wir jetzt mal Folgendes machen? Wir gehen mal in die Wohnung und Sie zeigen uns mal Ihre Mietverträge. Ja, natürlich. So machen wir das. Ja. Okay, genau. Die Handfesseln lasse ich Ihnen erstmal dran. Die Handfesseln, genau, so haben Sie sich beruhigt. Ja, na erstmal. So. Jetzt gehen wir erstmal hoch, ja? Jetzt die ganze Bagage mal hoch. Ja, wie sich jetzt rausstellt, ist der, den ich da zur Brunnen gebracht habe, ja, wirklich Mieter der Wohnung. Und anscheinend die andere Partei auch. Also es ist natürlich für uns eine verzwickte Situation. Erstmal hat man denn als Polizist schon mal ein schlechtes Gefühl, wenn man ihn jetzt gerade zu Boden gebracht hat. Aber im Endeffekt habe ich mich da auch nur selber geschützt und auch die Person, die er da am Schlawiner hatte. Und ja, mit den Mietverträgen, wie gesagt, also das müssen wir jetzt erstmal ermitteln, wer jetzt hier wirklich in die Wohnung gehört. Die Ausweise wären dann auch schon mal schön von allen Beteiligten. Von allen? Ich glaube, ich habe meinen noch draußen in der Jacke. Los, ja. Also, komm, so gehen wir den holen. Ich hab den jetzt. Ja, mach den Kollegen. Hey, 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 Maus, 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 Maus. So, komm, dann jetzt. Mann! Lassen Sie mich! Sie werden ruhig. Los! Lassen Sie meine Freundin los. Hey, komm, ja. Mach nicht. Okay. Das tut nur weh. Und Sie gehen einfach ruhig. Und Sie gehen sich auch wieder ab, ja? Wo ist denn die Ausweis? Okay, alles ruhig. Na, muss ich wo ist der Ausweis? Draußen vielleicht in der Jacke, aber. Ist das jetzt die Mietvertrag? Ja, ist ja draußen. Gut, okay. Ja, ich glaube, der ist ja. Okay. Ich komme gerade mit meiner Freundin aus der Stadt, vom Bummeln. Dann einmal sehen wir, dass sich fremde Leute in unserer Wohnung einfach so bewegen. Ja, das wir ist unser. Wir sind nicht fremd, das ist unsere Wohnung. Wir haben auch keinen Mietvertrag. Wirklich? Ganz offensichtlich haben wir erstmal zwei Mietverträge. Mit unterschiedlichen Vertragspartnern, aber für das gleiche Mieterobjekt. Können Sie mir mal ganz machen? Ja, ich mach mal eine Abfrage. Mach mal den Bonus hier noch. Wir brauchen noch einen Ausweis. Einer fehlt. Nur von dem Bürger hier. Achso, der ist von mir, oder? Ja, das wäre schön. Dann werden wir mal ein bisschen mitarbeiten, dann geht das auch ein bisschen schneller für alle. Also wir haben erst vor ein paar Tagen den Mietvertrag unterschrieben. Ja. Und heute Morgen haben wir den Schlüssel bekommen, ja, genau. Kaution hinterlegt, ne? Kaution. Und einen Abschlag für die Küche. 3.000 Euro haben wir bezahlt. Wir haben uns da an irgendeinem Imbiss getroffen. Der hatte keine Zeit, um noch mal hierher zu kommen. Ja, und dann hat er uns den Schlüssel gegeben. Wir wollten mal Sachen rein. Rembrandt, Ägypten, sag mal, merkt ihr was? Da passt was nicht, wa? Und dann kam sie. Aber der Robin Wirt war so nett. Und mal kurz, wo haben Sie Ihren Mietvertrag her? Von der Wohnungsgenossenschaft, ganz einfach. Genau. Ansonsten,
werden wir mal überprüfen, wer überhaupt die andere Vertragspartei ist. Ja. Ja? Das heißt, ich würde Sie bitten, dass Sie für uns telefonisch erreichbar bleiben. Brauchen Sie medizinische Versorgung, Feuerwehr oder so? Nee, okay. Und wir überprüfen dann nochmal, wer hier der große Betrüger ist zu der ganzen Nummer. Was steht denn da drauf? Ja, das sind unterschiedliche Menschen, zu unterschiedlichen Zeiten, die gleiche Wohnung. Ja, das Robin ist der gesagt hat, der hat hier Wirt, gewohnt. Im Moment, weil das ist doch der Typ, der vor kurzem zur Untermiete gewohnt hat bei mir. Und wissen Sie, wo der arbeitet? Der hält da, glaube ich, weiß nicht, ob der da arbeitet, aber ich glaube, der ist da nur Stammgast in dieser Shisha-Bar, in der Hasenheide. Ich denke mal, dass das für Sie momentan ein bisschen dünn aussieht. Da, wenn auch ein Typ aus der Shisha-Bar dann irgendwelche Verträge abschließt mit dem Imbiss, habe ich kein Gefühl bei. Müssen wir mal abwarten. Die Jenny Breuer, die hat eine AB. Ist die Freundin, die gerade weg wollte, deshalb wollte sie da weg. Wo fangst du schon angebaut? In Zweden, in der weltlichen? Oder? Nee, noch nicht. Ja, die wollte ja schon mal weg. Ja. Wollen wir jetzt das mal warten? Oder wollen wir gleich anfassen? Die wollte ja schon mal weg. Aber der Typ. Nee, pass auf. Also, sie sind wieder alle beruhigt, ganz kurz. Ich wollte vorschlagen, wir nehmen die mit runter, zweiten Funkwagen, übergeben die an eine weibliche. Sie wird aussieht, sind die alle Opfer eines Betruges. Wir fahren jetzt in eine Shisha-Bar, da arbeitet dieser Mega-Betrüger. Ach so, okay. Wir kriegen erstmal, ob wir den da habhaft werden können und was wir mit dem Sachverhalt machen. Ansonsten denke ich mal, dass das schon die richtigen Mieter sind und sie sind einfach die Opfer. Ach so. Ja? Würdest du dich rausstellen? Genau. Haben Sie noch mal jetzt kurz Zeit? Der Kollege möchte Ihnen noch mal was eröffnen. So, Frau Jenny Breuer? Mhm. Kommen Sie mal her. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber Sie haben einen Haftbefehl offen, wissen Sie, oder? Deshalb wollten Sie weg. Wir müssen Sie jetzt mal mitnehmen. Mit zur gefangenen Sammelstelle. Und dort können Sie dann eine Verwandte oder einen Verwandten anrufen, der vielleicht, lassen Sie mich mal bitte ausreden, der vielleicht die Rechnung bezahlen kann. Ansonsten werden Sie eingeliefert, ja? Aber ich müsste Ihnen jetzt mal die Handfesseln anlegen, okay? Aber Jenny, hast du das Geld gegeben ständig für deine Strafzettel? Was hast du damit gemacht? Pass auf, wir machen das mal anders. Das war's also. Aber nein, ich will da nicht hin. Ja, Jenny, komm, ich helfe dich mal um. Wir nehmen die Jenny jetzt mal kurz mit. Sie wissen ja warum. Sie hat einen Haftbefehl. Das wusste ich gar nicht, nein. Ja. Okay. Sie hat gesagt, sie bezahlt es immer. Wir werden, passen Sie auf, wir fahren jetzt zur gefangenen Sammelstelle. Ja, genau. Dort werden wir in Erfahrung bringen, wie viel sie jetzt offen hat an Geldstrafe. Oder an. Genau, dann rufen wir sie an. Ja. Und dann können Sie die Strafe bezahlen. Dann muss sie nicht in den Knast. Ansonsten muss er leider eingeliefert werden. Gut. Okay, Sie bleiben jetzt erstmal hier. Aber wirklich. Ja, Jenny. Ich liebe dich wirklich und ich okay, mache komm, das wirklich. Also, ich Berolina für 102. Was ist denn mit unserem Geld? Ja, Berolina hört. Sie bleiben hier. Ja, wir bräuchten bitte einen zweiten Wagen zum Abtransport einer weiblichen. Während die angeforderten Kollegen die Strafzettelsünderin zur Gefangenensammelstelle transportieren, machen sich Thorsten Schulz und Jan Weber auf die Suche nach dem Immobilienbetrüger. Die Spur führt zu einer Shisha-Bar am berüchtigten Volkspark Hasenheide. Schönen guten Tag, Ihre Hauptstadtpolizei. Was schön. Danke. Hallo, die Herren, wie kann ich euch denn helfen? Wir suchen Herrn Roman Wirth. Ist der bei Ihnen beschäftigt? Ja, ist er. Können Sie mir den mal zeigen, wo er ist? Ja, der ist da hinten. Wir haben ein paar Fragen an den. Alles okay? Naja, du musst doch schon mit ihm ausmachen. Aber er ist hier angestellt, ja? Ja, er ist schon angestellt, aber. Hallo? Schon selber. Wie immer. Herr Wirth, können wir jetzt kurz mit ihm unter vier Augen? Ja, ja, gut, okay. Ja. Was gibt's? Was kann ich für Sie tun? Wir gehen doch vorhin mit. Wir haben eine Wohnung. Die wurde doppelt vermietet. Und wir haben einen Mietvertrag, den ich Ihnen ja noch mal zeige. In dem stehen Sie drin als Person, die diese Wohnung vermietet haben soll. Okay. Sie können sich dazu einlassen, müssen das aber nicht. Und, also ich weiß jetzt von nicht. Oh nee, ich hab doch gesagt, Sie sollen zu Hause bleiben. Was soll ich da machen? 3000 Euro. Wo ist er denn? Wir haben ihn doch jetzt hier zu stehen. Was, hier am Mittel. Das ist Robin Wirth. Das ist nicht Robin Wirth. Nein, das ist nicht Robin Wirth. Kriegen Sie doch mal einen Ausweis hier uns bitte. Was ist denn los? Sie setzen sich einfach mal dahin. Wir brauchen uns jetzt mal unterhalten. Ich setze mich jetzt gar nicht hin. Freunde. Also korrekter Kerl, ne? Alles gut. Wir haben jetzt einen Betrugsverdacht gegen ihn. Und ihr müsst jetzt mal mitkommen. Gemacht, nee, kommen Sie mal mit. Er kommt mit zu uns zur Dienststelle. Wir machen mit ihm eine Identitätsfeststellung. Und wir sprechen mal mit dem Sachbearbeitenden Kommissariat. Aber ich hab wirklich nichts gemacht. Das Problem ist, alles gut. Das ist ja nicht. Also ist nicht der Mann. Wer ist er hier? Das ist mein Kollege Tim. Das ist doch dieser Robin. Hey! Mann, jetzt drehen Sie doch nicht schon wieder durch, Mann! Ich dachte, du verarschst, Bruder Strichermann. Ist gut! Komm her, du Wichser! Ist gut, jetzt! Ich weiß gar nicht, was man will. Ja, jetzt entspannt. Okay.
Das ist der Mann! Okay, gut, okay, wir klären das, aber Sie müssen jetzt nicht hier aggressiv werden oder so. Der Mike Peters, der vorher schon durch sein aggressives Verhalten aufgefallen ist, wollte jetzt hier wieder auf seinen Ex-Untermieter rauf, wollte jetzt Rache nehmen und das konnten wir natürlich nicht zulassen. Ja, da müssen wir in jeder Einzelsituation abwägen, was machen wir jetzt? Legen wir die Fort auf den Boden oder machen nur die Handfesseln ran oder machen erstmal eine Ansprache? Und das haben wir jetzt hier auch so gemacht. So, okay. Und ich weiß gar nicht, was Sache ist hier. Haben wir schon jemanden aufklären, bitte? Gefährliche Gegenstände. Was ist denn los? Was haben Sie Chef, mit? Ich hab damit nichts zu tun. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nee, hab ich jetzt gerade nicht dabei. Hat er irgendwelche Sachen dabei? Hat er hier einen Schrank? Ja, holen Sie mal. Gut, okay. Chef, ich hab damit nichts zu tun, wirklich. Das ist eine Lösung, das wird sich alles aufklären, keine Angst. Ich möchte keine Kriminellen hier. Chef, ich bin nicht kriminell, glaub mir. Okay. Natürlich, du bist doch so typisch. Ich spreche mit denen noch einmal. Ich muss das, weil du bist bei dir. Pass auf, das letzte Mal. Platzverweis für alle drei. Sollten Sie nicht gehen, sind Sie der Nächste, den ich festnehme. Haben Sie hier einen Ausweis drin? Ja, nein. Das ist nicht mal mein Rucksack. Das ist sein Rucksack. Das ist sein Rucksack. Das ist definitiv sein, das kann der Chef auch bezeugen. Okay. Seinen Rucksack habe ich nicht. Also hier ist auf alle Fälle eine Menge Geld drin. Und hier ist ein Ausweis. Ja, das ist nicht mein Geld. Na sehen Sie, das ist ein Ausweis. Robin Wirth. Das ist sein Ausweis. Das ist mein Ausweis. Okay. Das ist sein Rucksack also. Hast du mir den? Und hier ist ein Mietvertrag. Jetzt wird es mir auch klar. Und da steht auch Robin Wirth drin. Ja. Jetzt kommen Sie mal. Was ist jetzt Sache? Von wem ist denn der Rucksack? Seins. Von Tim. Chef, das ist nicht mein Rucksack. Das ist ich habe einen schwarzen Rucksack. Also pass auf, da ist der Ausweis und von ihm drin, ja. Kohle und der Mietvertrag, wo also die Zweitschrift sozusagen. Ja, wunderbar, dann passt das doch. Jetzt bleib hier, Mann. Wenn ich doch schon wieder abhauen, ist ja lächerlich, oder? Wer ist was albern, ne? Er behauptet, es ist sein Rucksack, er sagt, es ist seiner und der Geschäftsführer sagt, auch, das ist seiner. Tim, du bist fristlos gekündigt. Wunderbar, haben Sie einen Ausweis? Ja. Wunderbar, den bräuchte ich auch noch mal. Als Zeugen, ja? Müssen wir sie jetzt notieren? Erzeugen, ja, na klar. Genau, ja. Ja, klar. Okay, das heißt also, er hat höchstwahrscheinlich ihren Ausweis entwendet und hat sich dafür ausgegeben und hat dann den Mietvertrag sozusagen mit den Herrschaften abgeschlossen. Machst du mal einen Monat zu leben? Aber Chef, eigentlich sage ich nett, aber ich habe immer ein komisches Gefühl dabei. Wir werden jetzt überprüfen müssen, ob der Tim Kellermann das erste Mal als Betrüger in Erscheinung getreten ist. Meiner Meinung nach sind Betrüger eher Serientäter. Das heißt, wir werden ja einen bunten Strauß an Straftaten vorfinden. Über das Strafmaß entscheidet letztendlich ein Richter. Dennoch bin ich der Meinung, dass hier eigentlich nur noch eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt. Wir haben Ihre Personalien, wir haben Ihre Erreichbarkeit. Wir fahren jetzt mit Ihnen zur Dienststelle. Sie werden mit Sicherheit noch mal angeschrieben, was ich dazu noch mal äußern. So, bitte schön. Ja? Kriegen wir unser Geld auch wieder? Naja, darüber entscheidet die Staatsanwaltschaft. Also erstmal ist der Beweismittel, erstmal ist er weg. Okay. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Der Verdächtige muss sich wegen Betrug und Diebstahl verantworten. Das betrogene Paar hat mittlerweile sein Geld wieder zurückbekommen und eine neue Wohnung gefunden.